So, der Titel von dem Online-Kurs, der jetzt kommt, ist schon fast poetisch. Wer sollte da sein? Wer wollte da sein? Und wer ist da? Ich meine natürlich die Seele damit. Wer sollte da sein, meint das, was von der Weltenseele aus für uns gedacht war. Wer wollte da sein, meint das, was vielleicht die Chance genutzt hat, hineinzuschlüpfen. Und wer ist da, meint das, aus dem wir gerade so bestehen, dem meistens doch kleinen Sammelsurium. So, also herzlich willkommen. Das wird ein spannendes Webinar werden oder ein spannender Online-Kurs. Und ich beschäftige mich ja mit dem Thema schon relativ lange und lasse immer wieder in Kursen auch Zeichnungen machen, so Seelenräume, Identitätsklangräume. Und dabei ist so ziemlich übereinstimmendes Ergebnis, dass die meisten Menschen so zwischen 3 und 7 Anteilen von Seelen in sich haben, also ihre eigene plus weitere, die man dann halt irgendwie aufgelesen hat. Und das gleiche auch bei Klang und Identität. Und so 2 von 100 könnte man sagen, haben so gar nicht ihre eigene, sondern haben irgendwie die Seele der toten Schwester, toten Bruders, der Tante oder sonst wie in sich. Und das war so bisher meine Betrachtung und die war ziemlich übereinstimmend. Und jetzt habe ich das Ganze aus einer ganz anderen Richtung betrachtet und bin zu ganz anderen Ergebnissen gekommen und die würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich jetzt nicht mehr aus der Menschenrichtung rückwärts geschaut Richtung Weltenseele, Richtung Schöpfung, sondern habe aus Richtung der Schöpfung nach vorne geschaut, Richtung Mensch. Und bin also davon ausgegangen, was hat die Weltenseele sich dabei gedacht? Wie entsteht die individuelle Seele? Wie tritt die ein? Welcher Anteil tritt ein? Welcher bleibt draußen? Und bei wie vielen Menschen ist eigentlich das eingetreten, was ursprünglich für uns gedacht war? Ja, und das Ergebnis hat mich dann doch etwas schockiert, weil es waren doch zwischen 40% und 60% der Menschen haben halt nicht das in sich, als Seele, als Klang, als Musik, als Programm, was für sie von der Weltenseele gedacht war, sondern irgendwas anderes, was die Chance genutzt hat, also was sein wollte oder was ist, aber nicht das, was es sein sollte. So, das hat natürlich gewaltige Konsequenzen, denn das, was sein sollte, hatte sich ja gefreut auf dieses wahnsinnige Abenteuer, also dieses größte Geschenk, was man im Universum bekommen kann, nämlich einen menschlichen Körper. Weil alle anderen Wesenheiten haben halt keinen Körper, die haben keine Zeit, die haben keinen Raum, die haben kein Schmecken, die haben kein Heulen, die haben kein Lachen, die haben gar nichts. Die sind halt einfach nur geistige Wesen. Und wir als Menschen haben diese einmalige Auszeichnung, im Körper ganz konzentriert Leben erfahren und schmecken zu können. Und das ist so der Lottogewinn im Universum. Und auf diesen Lottogewinn hatten sich die Seelen gefreut, die da für uns gedacht waren von der Weltenseele. Die, die sein wollten und sich also da vielleicht sogar reingeschubst haben, die hatten vielleicht nicht das alles so im Sinn. Sondern die dachten nur, du, ich hänge hier eh in der Zwischenwelt fest und wenn ich nochmal in so einen Körper gehe, dann da muss ich da nochmal durch. Und naja, kann man schon irgendwie machen, dann komme ich, habe ich aber noch eine Chance, wieder rauszukommen. Das heißt, die anderen Aspekte, die also nicht sein sollten, sondern wollten, sehen das also nicht als das größte Geschenk im Universum an, mit der Möglichkeit, auch jeden Moment zu feiern, egal ob er schmerzhaft oder lustvoll ist, sondern sehen Leben als, naja, da muss man halt durch an, teilweise als Bestrafung, als Last, als Schwere, als ich will keine Verantwortung und anstrengend und so weiter und so fort. So, insofern haben wir also eine Art von Grundmotivation, die sich daraus ergibt, nämlich entweder Lust auf Abenteuer oder wie komme ich hier durch? Und ja, wenn jetzt 40% bis 60% der Menschen dann eben eher dieses Programm zu laufen haben, wie komme ich hier irgendwie durch, dann ist das natürlich sehr limitierend für das, was sie hier erfahren können. So. Und jetzt ist die Frage, können wir da therapeutisch was tun? Also sind wir in der Lage, erstens das zu erkennen, wo das vorliegt? Zweitens festzustellen, also mit dem vorliegt ist natürlich auch gemeint, ist die ursprünglich gemeinte Seele eingezogen oder gar nicht eingezogen oder nur Teile eingezogen? Sind weitere Auflagerungen da? Und können wir daran was tun? Also können wir therapeutisch auch eingreifen? Können wir Menschen daran erinnern oder ihnen einen Zugang geben, wie sie ursprünglich gemeint waren, dass sie entscheiden können, ob sie das wirklich wollen und in ihr Leben integrieren möchten? Sind wir in der Lage, die vorhandenen Anteile, die so zu beschenken, dass sie dann gehen können und in der Lage, die ursprüngliche Seele auch einladen zu können,
damit sie dann den Körper belebt. Was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet das fürs Leben? Ändert sich damit auch das Temperament, das Naturell? Was bedeutet das für den Lebensweg? Also, wenn es nicht die eigene Seele war, wen hat man da bisher durchs Leben geschoben eigentlich? Und auf welchem Weg? Und was macht jetzt die Seele, die so ganz frisch eingezogen ist und sagt, du, bin jetzt hier plötzlich drin, aber was mache ich denn jetzt bitte? Muss ich irgendwas beachten? Also, wie können wir da helfen, dass sie da ganz schnell mit klarkommt und sich so voll ins Leben stürzen kann? Das schauen wir uns alle zusammen an in dem Online-Kurs und ich kann nur sagen, ja, es geht alles. Also ja, wir können es auslesen und wir können da auch wirklich zu sauberen Ergebnissen kommen. Und ja, wir können die Menschen erinnern daran, wir können ihnen helfen zu spüren, wie es sich anfühlen würde. Und sie können Entscheidungen treffen und wir können die Anteile verabschieden, die im Moment anwesend sind. Und wir können auch das Ursprüngliche einladen, was sein sollte. Und ich finde, das ist somit das größte Geschenk, was man einem Menschen geben kann in diesem Leben. Wenn die Seele, die Qualität, der Klang da ist und den Körper und das Leben erfüllt und belebt, der so richtig Lust auf dieses Abenteuerleben hatte, dieses größte Geschenk im Universum. Naja, und den Rest schauen wir uns in dem Webinar zusammen an. Gut, bis dann.